Hey Leute, viel Spaß mit der zweiten Folge Paluten und Bergmann bauen ihr Podcast-Studio. Den Link zur ersten Folge findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge und lasst gerne Bewertung da. Das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist wirklich ein Träumchen. Ja. Da sehe ich schon das Vorschaubild. Ich kann auch noch einen an die Wand machen vielleicht. Nee, zu gefährlich. Wie so ein Creep schaust du dann da durch. Genau, ich bin da so, guck mal. Hallo. Nice. Ja, weißt du was? Dann wirst du ganz besonders neidisch sein, weil ich baller mir dann regelmäßig was hier in meine Mikrowelle. Das finde ich ist gut. So. Das passt auch. So. Perfekt. Dann nehmen wir so ein Toasty oder so. Ja, wie heißt nochmal diese Schnitzel, die man sich... Don't call it Schnitzel. Ja, Alter. Genau. Die fand ich super. Okay. Eigentlich sind wir durch. Mehr brauchen wir nicht. Küche muss natürlich ein jetzt. Sauberes Haus, sagen die beiden Rentner da links. Sind das Freunde von dir oder kennt man sich? So, hier aber jetzt auch wirklich reines Gold rein, oder? Da können wir jetzt schon ein bisschen protzen. Sind wir bereit für Gold? Ich finde schon, ja. Warum haben wir denn da so eine richtige Küche drin? Ich weiß, damit wir nach dem Podcast uns nochmal was zu essen machen können? Ja, oder willst du hier lieber, gibt's denn sonst, guck mal hier, gibt's eine Handelbank oder sowas? Nee, Fitness? Das Fitness-DLC gab's jetzt noch nicht, oder was? Wie wär's denn mit Waffen? Oh ja, pass auf, dann kommt die Küche raus, wir haben ja die Mikrowelle, du darfst meine Mikrowelle auch mal benutzen. Kann doch alles in der Mikrowelle machen. Dann schredder ich uns das hier nochmal rein. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Wenn ich da nach hinten, ich schneide gerade noch den Podcast, du lümmelst dich hier gerade so ein bisschen rein. So ganz gemütlich. Kannst aus dem Fenster. Und dann gehst du. Wo schlaf ich? Du schläfst hier oben. Und wo schläfst du? Wir wechseln uns ab. So. Ja, stimmt, du hast sowieso einen Schlafrhythmus. Genau. Das könnte sein, dass du. Ich schlaf dann okay. Nachts. Da sitzt Kalle. Ja, stimmt, Kalle in der Live-Regie. Sehr gut. Ja, das ist die Live-Regie mit Kalle. Sie brauchen übrigens auch noch die Computer, fällt mir ein. Weil ohne das bringt ja sonst auch nicht viel hier. So, Gott, wir kommen in den 90ern, ey. Ja, bei uns läuft über Bluetooth. Okay, alles klar. Was für ein schreckliches Keyboard hier. Ja, für Kalle wird es reichen. Waffen hast du noch gesagt, genau. Ja, wäre mir persönlich sehr wichtig. Okay, hast du da irgendwie... Ich nehme ja das Luftgewehr. Ja, Luftgewehr, ja. Das passt auch zu dir. Guck mal, mache ich hier direkt neben das Bett. Ja. Wieso, weil nur heiße Luft kommt? Von das hast du jetzt gesagt. Also, ich bin definitiv, ich bin Messer. Okay, du bist der Messertyp. Ich bin Rambo. Nee, pack das mal bitte auf meinen Schreibtisch. Okay. Kannst du immer so spielen mit. Okay, alles klar. Und wenn du mal wieder einen Joke auf meine Kosten machst, Alter, dann wedel ich damit so schön. Ja. Und dann mache ich hier die Mikrowelle auf und verstrahl uns beide. Also pass auf. So, noch eine Heizung. Zack, Alter. Boah. Guck mal, fix das hier. Zack, 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 zack. Ach, die kann man da reinladen. Ja. Alter, wie geil ist das denn? Das ist der Knalli-Knaller. So, jetzt kommt das hier noch so dran. Als ob. Okay. Nettes Bild. Dieses Bild sorgt für Abwechslung. Die Leute sind ja begeistert. Außer sich sind die. Ja, wie wär's denn mal Badezimmer? Ja, da kommen wir sofort. Ich will nochmal kurz hier die Tür verkaufen. Einfach, weil wir so weltoffen sind, dachte ich mir. Ja, das sieht viel besser aus. Ist auch komplett, was ist denn jetzt los hier? Das sieht doch völlig falsch aus. Nee, guck mal, hier so muss sie sein. Ja, jetzt passt das. Sag mal, guck mal bitte jetzt von außen. Nein. Nee, guck mal. Alles gut? Alles gut? Das Badezimmer, ja stimmt, das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Tür kurz raus. Das dachte ich mir, dass die jetzt wegkommt. Warum hast du denn jetzt eine Eingangstür in unser Badezimmer? Das ist geil. Sehr gut. Weißt du, wenn wieder einer an Oma gefallen ist, kann er sich hier so hochhelfen und dann klopfen. Dann können wir unsere Hose dran aufhängen. Genau. Also, sorry, aber die Fliesen gehen gar nicht. Nee, da bin ich komplett bei dir. Die müssen auf jeden Fall raus. Einfach schön weiß. Weiß ja. Ist immer gut. Erzähl doch noch mal ein paar Anekdoten von früher. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass unser Podcast immer mittwochs um 7 Uhr morgens und sonntags um 0 Uhr online ist? Alle Links in der Videobeschreibung. Sag mal, der,
Der mit dir und Paluden? Ja, ja, genau. Der Gute-Laune-Podcast? Ey, das ist der. Ich bin so schlecht drauf, richtig oft, ne? Aber ja. Dann höre ich den Podcast von Paluden und Bergmann plötzlich schwanger und wirklich, Alter, wuiu! Mich machen die Leute da links nervös, die so auf unser geiles Studio geiern, Alter, weißt du? Ja, das weiß ich auch nicht, was die eigentlich wollen. Ständig wird man hier beurteilt. Du machst das echt gut, Alter. Was schmierst du denn da immer drauf? Mayonnaise. Ah, genau. Light? Ja, selbst angerührt, ne? Also ich mache immer mit ordentlich Öl. Ah. Aber ich mag halt keine Mayonnaise, deswegen steht die immer du so... Du magst keine Mayonnaise? Nee, aber ich mache sie einfach wahnsinnig gerne selber. Okay. Sour Cream oder Sour Cream? Ja, immer noch Sour Cream. Haben wir auch schon mal besprochen, im Podcast, ne? Übrigens jeden Morgen, jeden Mittwoch um 7 Uhr morgens. Willkommen zurück. Richtiger Rentner. Oh, das Unfassbar. Könnte so ich sein, ey. Wenn ich manchmal mit meinem Papa rede... Also, habe ich dir das schon erzählt? Und dann so, pff, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht zugehört. Weil mein Vater manchmal auch nicht mehr so das unbedingt beste Gedächtnis hat. Oh, ist denn jetzt gemacht? Schön, sehr gut. So, guck mal, das stört mich hier noch immens. Ja, das ist das wirklich, was mich an dieser Tür stört. Ey, stört dich? Macht dich das so kirre mit der Tür? Ach, komm. Aber da ist ein Türklopfer dran. Ja, du bitte. Ja, aber ach, ich bitte dich. Nein! Was ist das denn jetzt? Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Lass doch so. Das sieht gut aus. Das sieht überhaupt. Dann aber die Wand hier auch noch grün. Da muss die Wand auch. Doch. Du ja, da muss man jetzt. Du malst jetzt einfach über diese Wand rüber. Ja, das sind Highlights, muss man setzen. Ja, vertrau mir. Das sieht geil aus. Sehr gut. Einfach so ein Greenscreen auf der Toilette. Oh ja, das ist auch gut. Guck mal, ich kann mich immer wegkeien hier. Kann ich dich ganz kurz alleine lassen? Ich muss mal ein bisschen Wasser in die Ecke stellen. Ja, klar, mach das. Okay. Warte. Ja, bis gleich. Also. So, alles klar. Kann ich wieder rein? Ja. Alles klar. Ah, ich hab da dieses kleine Loch da. Oh Mann, ey. Was denn? Nee, wie? Hier war ja ansonsten nichts da. Nee, na klar. Oh, einfach so weiße Da unten siehst du sie. Das ist ja wieder das. Das sind die, ich muss schon. Du kannst auch unten setzen. Ja? Aber das sieht mega weird aus, Patrick. Das sieht mega weird aus. Da mache ich hier so ein kleines Muster. Das sieht schon einfach dreckig aus. Nein, das sieht super aus. Wir gönnen uns schon so eine Luxusdusche hier, oder? Boah, was ist denn hier los, Alter? Alter, die Dusche Olgans. Alter, aber schon aus Gold, oder? Aber die kosten nur 370 Euro. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ja. Drück einfach die ganze Zeit so. Klick, 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 klick. Boah, das ist ein kleines Minigame hier. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Nee, natürlich funktioniert das. Muss funktionieren. An der Wand ist zu wenig Platz, steht da oben. Ja, links. Das hat mir gar nichts zu sagen. Okay, alles klar. Dann muss es halt doch die etwas kleinere, ebenerdige Dusche. Nee, nie wieder, ey. Ich nehme jetzt hier das Kors-Ding. Gibt's halt nicht in Gold, aber. Sieht aber auch gut aus. Ja. So. Warum schwebt das Ding? Achso, das. Okay. Ah, muss es erstmal reinschreddern hier. So, perfekt. Ey, ist aber gut. Ja, ich bin super enttäuscht, wenn es jetzt keine goldene Toilette gibt. Oha, guck mal, hier ist schon mal auf jeden Fall. Alter, hiermit schon mal anfangen. Das ist unser Stil. Sehr gut. Und rein. Pop einfach die Keramikdinge aufeinander, so benutzen. Okay. Oh, das hat auch so einen Thron. Ach so eine Plattform meinst du? Ja, genau. Ja, da fällt dann nee, das. Nee, finde ich ganz drauf. Furchtbar. Horror. Was ist jetzt hier los? Hallo? Kann ich aussteuern? Hä? Ah, natürlich. Die super kleinen Minischrauben. Das ist die Sicherung. Ja, stimmt. Ja. Die gut aufbewahren, Kids. Weil, wenn man umzieht, ne, das wird sonst übel, die zu transportieren. Und du willst nicht, dass morgens um 2 das Ding hier anfängt zu schleudern und dir die Zimmertür wegjagt, Alter. Das finde ich auch. Ja, saug mal ein bisschen hier, genau. Mal ein bisschen näher dran machen hier. So, machen wir so. Da kann man auch hinten seinen Kopf so ein bisschen drauf ausruhen. Dreck auch bei der Steckdose. Okay. Ey, Patrick, was meinst du? Nochmal eine kleine Deckenlampe, aber dann haben wir es. Oh ja, das ist ja ein Träumchen. Also das passt zu uns bei den Farbenfrohen. Das Paradiesvögel. So. Ja, ey. Ey.
finde da vorne diese Schrotflinte für die super. Ja. Über dem Kinderbett. Ich mache nochmal hier ein, zwei Pflänzchen rein. Kriegen wir auch irgendwie so einen Fernseher vielleicht? Ah ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, guck mal, da haben wir noch Platz hier. Bisschen auch Elektro. Ich brauche mal ein bisschen Musik, muss ich vielleicht auch noch zwischendurch hören. Okay. Ich fange mal so auf Elektronik an. Oder so muss es ja irgendwo geben. Das stimmt. Boxen, klar, wenn wir wieder ein bisschen abschwufen. Dann mache ich hier noch eine kleine Couch hin, das ist auch geil. Ach, komm, ja, mach mal aber den Fernseher. Machen Sie nochmal so einen hängenden Fernseher bitte einmal. Ja, komm. Das passt schon. Das passt. Genau, nochmal so ein Fernseher. Noch ein? Ja. Okay. Den bitte. Da. Ach, Mist, das passt da gar nicht mehr. Dann hätte ich gerne auf Toilette. Mhm. Gegenüber von. Ah. Ja. Soll ich das Fenster einfach rausballern hier? Nee, es geht nicht, das geht nicht. Ja, doch, da unten. Ja. Na klar. Das ist auch besonders gut, wenn man aus der Dusche rauskommt. Das ist natürlich ganz klasse hier. Oha. Guck mal, man sitzt ja. Guck mal, da bist du sowieso ein bisschen tiefer als jetzt. Ja. Und dann funktioniert das super. Okay. Kannst du dir schön ein bisschen was angucken. Ich bin eher so der Typ, der rausguckt und dann die Nachbarstreitigkeiten hier beobachtet und heimlich filmt und dann zu Upsi-Pan-Show schickt. Upsi-Pan-Show. Das war immer gut. Obwohl, doch, sieht gut aus. Ja, ja. Ist auf jeden Fall wesentlich besser. Ja. Die Heizung ist halt einfach desaströs. Die macht einfach alles kaputt, aber lass sie so. Die, ja, ja. Die ist seit Tag 1 dabei. Die einzige Konstante in unserem Leben, diese Heizung. Auch ein guter Freund von uns. So, Musik wolltest du noch haben jetzt, ne? Ja. Boxen. Oh ja, die Fetzboxen. Ja, wir haben auch noch andere hier. Oh, Alter, da hier der Mountain. Oh. Mogelpackung hier. Das ist wirklich eine Mountain. Aber hier so neben den Fernseher. Ich habe dir noch eine Wasserflasche noch hier hingestellt, Patrick. Oh, das ist ja richtig nett. Wie ist draußen? Magst du mal kurz so einmal in den Garten gucken? Oh, ja. Ich mähe noch einmal kurz Rasen. Das ist ja schnell gemacht. Ah, nee. Ich habe den Garten, die ist hier gar nicht. Ich finde das richtig muckelig. Ich finde das auch richtig gut. Irgendwas muss noch hier links an die Wand. Ein Fernseher. Im Zweifel ein Fernseher, ja. Ich überlege gerade, was es hier... Das ist schöne Gasmacht. Genau. Was es denn noch gibt? Dekoration. Ach, so ein Spiegel. Na klar, ich muss mich auf jeden Fall vor jeder Session hier nochmal im Spiegel beliebäugeln. So. Gibt es Wandtattoos, Patrick? Oh ja, hoffentlich. Mit so schönen Sprüchen. Du musst das Leben genießen, bevor das Leben dich genießt. Ja, das passt, sowas passiert schnell. Oh, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Diese Tür, okay, einen Kamin bin ich dabei. Diese Atomschutzbunkertür. Als Toilettentür. Ja, genau. Okay. Ja, doch. Ja, das finde ich aber einen lustigen Gag, ist ein Alter. Finde ich geiler, mega Gag. Alter. Ja, ja, ist super gut. Ist super gut. Hast ein gutes Äuglein für gehabt. Danke, danke. Braucht man für einen Kamin eigentlich zwangsläufig auch einen Schornstein? Nee, das hat sich eigentlich seit den 90ern erledigt, oder? Das geht. Ja, ja. Das geht alles. Abzug, Dunstabzugshaube. Okay. Oh, Alter, ist ja gigantisch. Ja, der passt da locker rein. Wer braucht schon Pflanzen? Was haben Pflanzen jemals für uns Menschen getan? Ich will zu viel. Ich will zu viel, glaube ich. Ja. So, okay, vielleicht ein kleinerer Kamin. Aber jetzt wird es auch vielleicht ein bisschen zu gemütlich. Dann wollen wir nachher gar nicht mehr weg. Ach nee, keine Sorge. Ah. Unter dem Fernseher, ja. Die Pflanze. Also ich bin wirklich, oh ja, genau da jetzt so hin. Ich find das richtig klasse. Es sieht wirklich gut aus. Perfekt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier. Wann sehen wir uns? Genau, jeden Mittwoch um 7 Uhr morgens und jeden Sonntag um Mitternacht. Und da werde ich hier nach und nach vielleicht nochmal irgendwann, vielleicht hole ich mir nochmal das Garten-DSC, werde nochmal ein paar Bilder von uns aufhängen. Aber ist schon mal gut zu wissen, dass wir jetzt hier in Ehrenfeld angekommen sind. Super. Patrick, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war ein Traum. Das freut mich, dass du mir hier so frech ins Gesicht lügst. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Schaltet auch bei dem lieben Patrick ein und natürlich bei unserem Podcast Plötzlich Schwanger. Wann fragt ihr? Jeden Mittwoch um 7 Uhr morgens und jeden Sonntag um 0 Uhr bei Spotify, Deezer, Apple, iTunes und Soundcloud. Alles in der Videobeschreibung. Ihr findet da sicher hin. Hört auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich. Fantastische Geschichten, die wir hier angeteased haben, dort in voller Gänze. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann. Mann.